Hallo, liebe Eltern und ein liebes Hallo an alle da draußen, die mir jetzt gerade zusehen. Ich habe heute ein tolles Thema wieder für euch herausgesucht, und zwar die unterschiedlichen Materialien bei Hausschuhen, wie sie auf den Fuß wirken, welche Vor- und Nachteile sie haben. Und wen es interessiert, der bleibt einfach dran und wir sehen uns gleich. Bis dahin. Liebe Eltern und ein liebes Hallo an alle da draußen, die sich für Kinderfüße, Kinderschuhe und alles, was damit zu tun hat, interessiert. Ich bin Babette, habe seit über 14 Jahren ein Kinderschuhgeschäft in Leipzig und nehme in regelmäßigen Abständen zu diversen Themen Stellung, die bei uns im Fachgeschäft immer mal so auftreten. Dieses Mal habe ich mir gedacht, rede ich mal über die unterschiedlichen Materialien bei Hausschuhen. Wie gesagt, ich gehe immer davon aus, was ich jetzt hier im Fachgeschäft vertrete und verkaufe und nicht, was es sonst noch da draußen gibt. Weil wir beschäftigen oder wir verkaufen natürlich in erster Linie erstmal hochwertige, auch Hausschuhe, klar. Es sollte ja nicht irgendwas das Kind tragen, weil man muss ja mal davon ausgehen, gerade in der Kindereinrichtung tragen Kinder diese Schuhe mindestens 6 Stunden am Stück. Und ich denke mal, da sollte mir als Elternteil das nicht so ganz egal sein, ob mein Kind wirklich mal ein wertiges Modell an den Füßen trägt oder was super Billiges vom Krauter um die Ecke. Also, in erster Linie, wie gesagt, gibt es natürlich die unterschiedlichsten Materialien. Ich nehme diesmal Bezug auf die Baumwolle, auf den Schurwollfilz und auf Leder. Leder, die Lederpusche im Allgemeinen, wird sehr gerne in den ersten Lebensmonaten mit verwendet. Ganz einfach, weil es ein sehr hautangenehmes und feuchtigkeitsaufnahmefähiges Material ist. Und was, wie gesagt, im Gegensatz zu vielen anderen, vielleicht ersten Schuhen, den größtmöglichen Kontakt zum Boden und damit natürlich auch sehr viel Bewegungsfreiheit und Entwicklungsmöglichkeiten für die Muskulatur des Fußes übrig lässt. Leder, wie gesagt, reines Naturprodukt, man könnte jetzt ironischerweise sagen nachwachsend, so sind natürlich unsere anderen Materialien auch. Also Schurwollfilz ist immer wieder ein Produkt, was wieder auf den Markt kommt, weil es wie gesagt durch die Schuhe der Schafe immer in einem normalen Wechsel anfällt. Baumwolle wird auch sehr ökologisch teilweise angebaut und gibt es demzufolge auch in verschiedenen Qualitätsstufen zu haben. Was wir hier größtenteils führen, sind alles zertifizierte Materialien. Das heißt, auch hier werden diverse Öko-Standards werden hier also erfüllt, wo ich also sozusagen als Endverbraucher, als Kunde davon ausgehen kann, ich erwerbe ein hochwertiges Produkt. Hier ist also die Anzahl der Schadstoffe auf ein Minimum reduziert. Und natürlich, es handelt sich immer um geprüfte Materialien. Also keiner von unseren Lieferanten wirft jetzt hier einfach so mal ein Produkt auf den Markt oder kauft da irgendwelche Materialien ein, die nicht den hohen Qualitätsstandard der eigenen Firmenphilosophie entsprechen würden. Schurwollfilz ist natürlich jetzt in der Jahreszeit immer wieder ein gern getragenes und nachgefragtes Produkt. Für viele Eltern sieht es immer relativ warm aus, weil ich ja hier eine leicht fasrige Struktur habe, eine kuschelige Oberfläche, wo viele immer meinen, dass es also besonders zum Schwitzen anregt. Dem ist also nicht so. Schurwollfilz hat die gute Eigenschaft, Füße nicht zum Schwitzen anzuregen, wie diverse andere Materialien. Hier nehme ich zum Beispiel jetzt, ich sag mal, diese Polyester- und Acrylfasern binde ich jetzt mal hier mit ein, weil das sind relativ preiswerte Stoffe, die auf chemischer Basis hergestellt werden. Damit komme ich jetzt hier auf die Schurwollfilzschuhe oder die Schuhe aus Schurwollfilz zu sprechen. Wunderbar weiches Material, was jetzt natürlich in der kälteren Jahreszeit bevorzugt nachgefragt wird, was ich aber, ich muss es immer wieder sagen, auch im Sommer tragen könnte, weil Schurwollfilz ist temperaturausgleichend und regt nicht zum Schwitzen an. Schurwollfilz hat die Eigenschaft, mehr Feuchtigkeit aufzunehmen und diese aber gegebenenfalls langsam wieder an die Umwelt, also an die Umgebung, nicht Umwelt, abzugeben. Ja.
Zum anderen haben diese Modelle natürlich noch weitaus mehr Vorteile, wie zum Beispiel Feuchtigkeitsaufnahmefähigkeit habe ich angesprochen. Es sind nachwachsende Rohstoffe. Sie sind schadstoffarm. Schurwolle, Schurwollfilz ist insbesondere antibakteriell. Sie sind waschbar. Und vor allen Dingen auch leicht zu reinigen. Zudem hat Schurwollfilz auch einen sehr schönen wasserabweisenden Effekt. Kommt zum Beispiel jetzt auch sehr gut den Schuhen aus Filz zugute, die jetzt auch für die Straße gedacht sind. Ich sage jetzt nur mal Filzstiefel, diverse Filzschuhe aus der Herren- und Damenmode zum Beispiel gibt es ja oft. Jetzt Sneaker, die jetzt auch mit Filz zum Beispiel in Verbindung gearbeitet werden oder komplett sogar schon aus Filz gearbeitet werden. Hauspantoffeln, Outdoor-Schuhe, die einen Filzanteil mit haben. Alles gerade, weil auch Filz in diversen, wie sagt man so, wasserabweisenden Effekt mit hat. Also von Natur aus wasserabweisenden Effekt hat. So, atmungsaktiv habe ich alles schon gesagt. Was gibt es als Nachteile bei Filz zu sagen? Es gibt relativ wenig. Ja? Filz kann und macht immer vieles, ist wenig jetzt mit Nachteilen behaftet. Der einzige wäre eben halt, wenn ich mal diese Schuhe wasche, sie trocknen relativ langsam. Es kann einlaufen, das bedingt schon alleine die Nicht-Elastizität der Faser. Und es ist vielleicht anfällig für diverse Knötchenbildung. Ansonsten kann ich hier nichts Nachteiliges sagen. Ach so, Schurwollfilz brennt schlecht. Das wäre noch das Nächste, das Letzte, was man noch mit als Positives mit dazu sagen könnte. Dann kommen wir zum großen breiten Feld der Baumwollstoffe. Baumwoll und Baumwolle ist leider nicht immer dasselbe. Auch hier gibt es diverse Unterschiede, gerade wie sie auch verarbeitet werden. Bevorzugt im Barfußbereich werden natürlich sehr oft die Baumwollleinenmodelle, weil die einfach ein bisschen grober sind von der Struktur her. Dazu natürlich oder dafür daraus resultierend mehr Atmungsaktivität zulassen. Das heißt, hier schwitzen Kinderfüße weniger. Und dann gibt es natürlich noch den großen Bereich der Baumwollstoffe, wie hier ein Baumwollkord oder ein gemustertes Exemplar, was reingewebt ist mit Strukturen, die wir das ganze Jahr über verkaufen. Und wo ich aber auch leider mit dazu sagen muss, so schön wie Baumwolle ist, weil es ist weich, es ist auch von Natur aus hautfreundlich, genauso wie der Schurwollfilz. Es ist sehr widerstandsfähig, es ist flexibel. Aber wenn es eben halt zu dicht verwebt wird, lässt es da nur bedingt eine Atmung zu. Wie gesagt, jedes Elternteil sollte von vornherein immer wissen, was will ich, was brauche ich, was möchte ich. Baumwolle wird generell das ganze Jahr über super gut verkauft. Lederschüchen meistens nur in den ersten Lebensjahren. Obwohl es, ich muss es sagen, gerade die Modelle von unserem Lieferanten Pololo gibt es zum Beispiel auch bis in die Damen- und Herrengrößen hinein. Schurwollfilz könnte man das ganze Jahr übertragen, wer es möchte. Ansonsten liebend gern immer im Herbst, Winter, ganz einfach wegen der etwas wärmeren Struktur. Aber ansonsten, toll sind unsere Schuhe alle. Und toll sollen sie auch aussehen, damit Kinder natürlich viel, viel Freude haben, diese zu tragen. Und natürlich Eltern sich noch mehr freuen, wenn gerade die Nanga-Modelle immer noch wie ein Stückchen mitwachsen. Ich damit nicht so oft genötigt bin, Schuhe nachzukaufen, wie zum Beispiel im klassischen Bereich. Weil ein Nanga-Schuh tragen manche Kinder bis zu einem Jahr. Also da sagt mal jemand was dagegen. Ich hoffe doch, ich konnte euch mit diesen Ausführungen ein bisschen weiterhelfen, auch vielleicht die eine oder andere Entscheidungsfindung beeinflussen und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Alle Abonnenten seien gegrüßt, die wissen jetzt auch diesmal schon wieder, worum es geht, weil sie kriegen ja das Video automatisch zugestellt. Alle anderen klicken sich halt durch. Und damit sage ich Tschüssi, bis zum nächsten Mal. Ich würde mich freuen, euch wiederzusehen.